Heute beginnen wir endlich mit unseren Baby- und Kinderpullis Kitty und Panda. Im Grunde genommen werden beide gleich gestrickt, nur mit unterschiedlichen Farben. Die Grundfarbe, das Grundmaterial ist bei beiden gleich. Beim Kitty-Pulli kombinieren wir das mit Rosatönen, beim Panda-Pulli mit Schwarz- und Grautönen. Du schlägst 60 Maschen an, warum erkläre ich dir gleich. Und wir beginnen mit einem Schwuppdiloop-Halsausschnitt und stricken den Raglan-Pulli von oben weg, also von oben nach unten. Einmal andersrum, als wir es bis jetzt gestrickt haben. Ich verstricke das Garn Omega und Omega Color. Das, was du hier siehst, ist die Omega Color. Die hat so kleine Farbeinsprenkeln. Diese Farbe, die ich gerade verwende. Und ich stricke mit Häkelnadel Nummer 4. Ich hätte, das habe ich dann später gesehen, ich hätte es eigentlich auch mit Nadel Nummer 5 stricken können, da ich ja sehr fest stricke. 60 Maschen deswegen. Unsere Faustregel für einen Raglan-Pulli ist eine Maschenzahl teilbar durch 3. Also das wäre 60 durch 3 ist 20. Ein Drittel für den Vorderteil, ein Drittel für den Rückenteil und die Hälfte eines Drittels jeweils für die Schulterteile. Ich habe den Schwuppdiloop einmal so gestrickt, wie du hier siehst, mit 4 Reihen kraus rechts in rosa und 4 Reihen in weiß. Jetzt mache ich es einmal ein bisschen anders und wir werden dann schauen, was uns besser gefällt. Ich glaube, die erste Variante gefällt mir besser. Also du strickst 2 Reihen kraus rechts, also nur rechte Maschen im Hauptgarn. Danach 2 Reihen kraus rechts in einem mittleren Rosa. Darauf wieder 2 Reihen kraus rechts im Grundgarn, also im Basisgarn. Und noch einmal 2 Reihen kraus rechts in einem dunkleren Rosa. Also wir stricken insgesamt 8 Reihen kraus rechts. Wir haben mit weiß begonnen und auf einer rechten Seite geht es dann weiter mit dem Schwuppdiloop. Dieser wird auch ganz einfach gestrickt. Ich messe vorher noch, wie breit dieser Halsausschnitt ist. Ich habe mich ein bisschen am Kopfumfang orientiert. Ein Neugeborenes hat etwa 35 cm Kopfumfang und unser Halsausschnitt hier ist locker 31 cm, also mehr als 30 cm. Nachdem dieser Halsausschnitt sehr elastisch ist, wird er gut passen, also er passt gut über den Kopf drüber. Du kannst den Schwuppdiloop in diesem Fall mit 5 oder mit 6 Maschen stricken. Ich stricke ihn mit 6 Maschen. Das heißt, du strickst 6 Maschen rechts, wieder mit dem Grundgarn, mit dem Basisgarn auf der Vorderseite. 6 Maschen rechts. Und nun Schwuppdiloop. Einmal rundherum drehen und weiter stricken. 6 Maschen rechts. Und einmal Ringelspiel. 6 Maschen rechts und so weiter bis ans Ende der Reihe. Also immer einmal die Arbeit auf der rechten Nadel einmal rundherum drehen. So, ich bin schon am Ende. Und nachdem es noch zu wenig Maschen sind für eine Rundstricknadel, werden wir die nächste Reihe gleich zur Runde machen und auf ein Nadelspiel stricken. Da musst du darauf achten, dass nichts verdreht ist, also dass der ganze Halsausschnitt korrekt auf der Nadel liegt. Und ich habe hier eine Nadel aus einem Nadelspiel.
Und nun verteilen wir die Maschen gleich auf 4 Nadeln, so wie wir sie für Vorderteil, Rückenteil und die beiden Schulterteile benötigen. Wir stricken einfach rechts die erste Runde. So, ich werde dann einen Magic Loop machen müssen, das heißt, ich ziehe hier irgendwo in der Mitte die Rundstricknadel, das Seil der Rundstricknadel heraus, damit ich vorne mit der Spitze arbeiten kann. So, und zuerst stricke ich einmal 10 Maschen auf eine Nadel. Das ist ein Schulterteil, das wird ein Schulterteil. Und nun auf die nächste Nadel strickst du gleich 20 Maschen. Also 20 Maschen rechts. Das wird der Vorderteil. So, da habe ich 14, da muss ich jetzt die Rundstricknadel ein bisschen nachrücken. Ich ziehe noch einmal das Kabel heraus. Damit ich wieder die Spitze zum Stricken habe. So, das waren 14 Maschen, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und auf die nächste Nadel wieder 10 Maschen. So, das waren jetzt 6 Maschen. Jetzt kann man die Nadel schon ganz durchziehen, die Rundstricknadel. 7, 8, 9, 10 und auf der letzten Nadel sollten dann wieder 20 Maschen sein. So, damit hast du nun die Maschen auf einem Nadelspiel. Wenn du dann mehr Maschen hast, wenn du dann genügend Maschen hast für eine Rundstricknadel, kannst du das dann wieder wechseln, kannst du wieder auf eine Rundstricknadel stricken. Ich habe es hier nicht gebraucht, bei so einem kleinen Pullover bin ich mit dem Nadelspiel ausgekommen. Also ich bin nicht sicher, ob mir nicht die erste Variante des Halsausschnitts besser gefällt, mit 4 Reihen Rosa, 4 Reihen Grundfarbe. Und jetzt nehmen wir schon zu. Erste Masche wird zweimal abgestrickt. Einmal von vorne und einmal von hinten einstechen. Alle anderen Maschen rechts und die letzte Masche auf der Nadel wieder zweimal abstricken. Das über die ganze Runde, also immer die erste Masche und die letzte Masche jeder Nadel zweimal abstricken. Bei allen 4 Nadeln. Ups, da habe ich es schon vergessen, das fängt ja gut an. Also achte darauf, dass du wirklich jede erste Masche und jede letzte Masche auf jeder Nadel verdoppelst. Alle anderen Maschen werden rechts gestrickt. So, also über die ganzen 4 Nadeln. Das heißt, in jeder zweiten Runde wirst du nun zunehmen und in den Runden dazwischen einfach alle Maschen rechts abstricken. So, du siehst nun die Aufteilung. Die längeren Stücke sind Vorderteil und Rückenteil
und die kürzeren Stücke sind die Schulterteile. Also meine erste Probe für den Halsausschnitt, da habe ich 4 Reihen kraus rechts in rosa und 4 Reihen im Grundgarn gestrickt. Das gefällt mir fast besser. Aber es ist so auch okay. Und es wird nun in jeder zweiten Runde zugenommen, immer erste und letzte Masche verdoppeln. Wenn du dann später genug Maschen hättest für eine Rundstricknadel, dann verwendest du so kleine Garnmarkierer, wie ich es verwende. Ich zeige dir dann gleich, die du jeweils zwischen den beiden Nadeln, also wenn du es auf eine Rundstricknadel strickst, so, ich mache noch einmal eine Abnahmerunde. Ich habe dazwischen schon eine Runde rechts gestrickt. So einen kleinen Faden zur Markierung, wenn du die auf Rundstricknadeln die Maschen strickst, dann gibst du die Fadenmarkierung nach der letzten Masche einer Nadel auf die rechte Nadel. Und du weißt dann, dass du vor dieser Markierung und nach dieser Markierung jeweils die Masche verdoppelst. In jeder zweiten Runde. Die Runden dazwischen, rechte Maschen. So, das wiederholst du nun, das strickst du nun so lange, bis dein Pulloverstück nach dem Halsausschnitt 10 cm hoch ist.